Wie ästhetisch, der kommt gerade wie gerufen. Ja. Geil. Ja. Ich bin jemand, hallo Freunde, ich bin jemand, der die geheimste Ecke von Schwäbisch Gmünd kennt, wo schön ist, wo schön ist. Und ja, zum Schwäbisch habe ich schon. Zum Schwäbisch habe ich große, krasse, richtige Heimatliebe auch. Und das ist so ein komischer Husten, weil ich bin gerade beim Schaffen mit der schmutzigen Luft unterwegs, da hat jeder so einen Husten bei uns. Ja. So, jetzt wollen wir weiterlaufen und eigentlich was zum Relaxen geben. Ja. Und ich liebe die richtig große schwäbische Heimat. Und jetzt sind wir mal unterwegs. Ja. Und ab jetzt. John Raccoon Tirac Radre. Ich film den nicht, Junge.
Hallo. Okay. Thank you.
Keep it real. Wenn so schlechte Luft am Arbeitsplatz, so wenn vergleichbar, wenn 5 Shishas und 10 Zigarren am Tag rauchst, also brauchst du einen Ausgleich, da rumzulaufen. Beim römischen Kristall Freimühle handelt es sich um 55 mal 55 Meter. 0,8 große Anlage. Das Lager wurde bereits 1901 von Forstbeamten entdeckt und ein Jahr später vom zuständigen Streckkommissar der Reichslimeskommission Joe Steimle untersucht. Ja. Das ist ein interessantes Fach, wie so Historienwissen, was sich da an der Stelle verbogen, hast du lauter so Schildler, wo du dich informieren kannst über die Geschichte, historische Geschichte, auch von der römischen Belagerung, die es bei uns auch gegeben hat. Schön, schön, schön. Los. Wow, Wahnsinn. War da oft, aber an der Stelle, vielleicht war da mal als Kind schon mal, das kann sein, aber Wahnsinn, ey. Also Gott hat mich daher geführt. Gott, gibt einem Signal und schwätzt euch wieder auf eine andere Art. Ich wollte eigentlich heute gar keinen Vogelfutter kaufen, weil ich vom Geld halt knapp bin. Ich wollte gerne immer Vogelfutter kaufen. Und ja. Und irgendwie hat mich Gott da hergekleidet. Und da war ich schon mal in der, also ist schon ein bisschen weg von der Hölle noch, die Stelle, wo ich Vogelfutter kaufe. Aber da hat mich Gott dann nachgekleidet. Und da habe ich gedacht, wo kann ich in der Nähe noch was essen? Und was kann ich drehen? Und dann bin ich vom Vogelfutter noch weitergefahren und dann bin ich daher gekommen. Ja. Schön. Ja. Also ganz alte so europäische Strukturen. Das hat jetzt hat auch so einen chinesischen Hauch. Ja. So, jetzt mal das Modell da. Ja. Oft sind die Kulturen sich ähnlicher, wie man denkt, hin. Aber auch so, wenn so mal so Burg da steht. Burgen gab es am, ja, also die sind so, die altchinesischen Gebäude, so unterschiedlich, aber auch sind Ähnlichkeiten oder auch auf mal Gleichheiten vorhanden. Ne? Von den Römern halt, weil die Deutschen Mittelalter haben da auch viel von den Altrömern dann später übernommen.
also Mauer, Gemauer und Gebäude angeht. Ne? Die Griechen, die Römer haben von den Griechen viel übernommen und haben auch selber viel entwickelt. Ne? Sieht zwar aus so wie eine deutsche Burg, aber das soll eigentlich schon. Man sieht auch deutsche Burg aus, aber das soll so was. So was Römisches darstellen. Ja, oder was Römisch, was Römisch. So. Ja, dann kommen wir Walking Dead. Feeling auf. Ja. Und egal wie oft du in den Wald schon gelaufen bist, du entdeckst immer wieder neue Sachen. Ja. Wir müssen ja jetzt mittel im Wald. Ja. Wenn ich den Wald weg verlasse und ich laufe weiter und weiter und weiter, komme ich ja irgendwann wieder an den Wald weg. Weil du laufst ja von der Mitte wieder nach außen. Ja. So. Oh, ich habe schlechte Schuhe auf das, aber naja. Mm.
große Baumlager. Dass man unsere Kunstwerke entdeckt. Geil. Ein Feuerloch in der Zerge gemacht. Krass. Rein in die gute Stube. Kommt noch nicht mehr raus. Ah, doch. So.
Thank you.